Servus Jungs, Team Bubble hier, heute ein TBT React zu dem neuen Custom Support. Wir wollen mal ein bisschen näher drauf eingehen und mal ein bisschen drüber quatschen, ob er wirklich gut ist, ob es jetzt reicht für die und. Kommen wir zur ersten Karte. Cosmo Dark Lady. Sie ist Level 5. Sie ist Psi. Sie hat 2200 ATK und 1,8 Def. Sie kann auch wie jedes andere Psi-Monster, also wie andere Pilot. Sie ist sozusagen ein Pilot, aber Level 5er. Und zwar kann sie einen 6er oder höher als Specialen von der Hand. Jetzt kommen wir natürlich zu ihrem Effekt. Und zwar kann sie einmal pro Runde und sogar egal in welcher Runde auch im gegnerischen Zug 1000 Lebenspunkte zahlen. Man kann den Effekt eines Monsters, oder? Monster-Effekt, ja. Monster-Effekt aktivieren und das dann das zerstören. Ja. Man wird die sicher einmal spielen, Stufe 5, es gibt keinen guten Fünfer. Dreimal, glaubst du? Das Problem, mit Tinken mit man die doch eh. Deswegen wird man die nicht dreimal spielen. Ja, deswegen ja. Call. Und 5 ist auf der Hand nicht so gut. Weil wie du sagst, er ist ein Pilot, kein Schiff. Deswegen wird man die ein bis zweimal spielen, nicht dreimal. Okay, da Barisch ist sich nicht auskennt mit Cosmo, man kann den natürlich auch selber spezialbeschwören durch einen anderen Piloten, weil die kleinen Piloten, also von 1 bis 4, sagen, ein Cosmo-Monster als Stufe 5 höher. Verstehst du, was ich meine? Sie ist aber kein Schiff, sprich, wenn sie zerstört wird, kann sie nichts holen. Ja? Aber du kannst sie trotzdem auch von der Hand specialen durch kleine Monster. Verstehst du? Durch 1 bis 4. Also ich bin der Meinung, man spielt sie definitiv mehr als einmal, vielleicht sogar dreimal. Ich denke auch mit die beste Karte in dem Deck und noch dazu, man kann sie mit Sword Trooper aus dem Grave specialen. Ja? Das darf man nicht vergessen. Ja, also das wollte ich auch sagen. Mit Sword Trooper ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, dass man sie specialen kann. Level 5 und Pilot, sag ich mal, bin ich noch ein bisschen skeptisch. Wo ich auch noch ein bisschen skeptisch bin, ist im Mirror. Ne? Was man da, ob die da im Mirror so gut ist, das kommt drauf an. Ne? Natürlich, wenn es kein Mirror ist, kann die schon auf jeden Fall richtig gut kommen, aber wenn man gegen Cosmo selber spielt und... Ja, aber sie negiert auch Friedhofseffekte. Und wenn da jetzt ein Gegner jetzt irgendwie im Schiff spielt? Also falls jetzt zum Beispiel ein Schiff vom Gegner in den Grave geht, kannst du mit Dark Lady kannst du den Effekt negieren, indem du 1000 Lifepoints zahlst. Falls sie so stark wird und so oft gespielt wird, könnte Goodrich wiederkommen? Ist eine sehr gute Frage. Aber inwiefern meinst du das? Ein gutes Auto dagegen. Im Mirror-Match meine ich jetzt. Ja. Nee. Ja doch. Muss den Effekt negieren. Genau. Also sprich, man spielt Goodwitch aus. Negate und dann... Dann negate, dann kannst du aber banishen wieder. Ja, und dann kommt ein Schiff. Also das muss ich Hong recht geben, ist ein sehr guter Einwand. Goodwitch auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Karte dagegen. Kann auf jeden Fall passieren. Finde ich gut. Und jetzt, sag ich mal, in Bezugnahme auf Fire King Island, was sagst du dazu? In Bezug auf Fire King Island ist es einfach, hat sie da nichts damit zu tun, weil sie kein Schiff ist. Das ist ein ganz anderes Thema, finde ich, weil Fire King Island nur auf die Schiffe bezogen ist. Aber würdest du sie, sag ich mal, mit Fire King kombinieren in einem Bild? Das ist halt die Frage, wie das Meta jetzt in Zukunft sein wird. Ja? Ich finde, die Karte an sich hat einen krassen Effekt. Wenn man aber nur auf Cosmo Mirror Match trifft, ist sie vielleicht, wie du auch schon sagst, nicht so krass. Ja, sie kann zwar auch einen Friedhofseffekt negieren, aber ich würde sie trotzdem auf jeden Fall spielen. Man muss aber nur absehen, wie oft und auch vielleicht auch nur vielleicht im Side oder so. Ja? Kommt auf das Meta auch drauf an. Machen wir weiter, oder? Kommen wir zur nächsten Karte. Zu Cosmo Dark Planet, der lang ersehnte Level 10er des Decks, aber ist nicht so krass, wie er eigentlich vielleicht gehypt wurde. Also er kommt diesmal anders als die anderen, als wie Eclipse oder Destroyer oder die anderen Schiffe. Und zwar muss man auf jeden Fall Monster von der Hand banishen. Cosmo-Monster, genau. Von der Hand banishen, die halt die Anzahl der Sterne 10 oder mehr sind. Ja. Man kann auch ihn selber banishen, also einen anderen und dann einen beschwören. Ist aber noch nicht ganz 100% sicher. Echt? Warum? Weil er nicht Monster oder weil das Essen hier in Klammern steht. Ach so,
Weißt du, was ich meine? Achso, doch, das... Ah, okay, ich verstehe. Hier steht in dem Kartentext Monsters, also sprich, man muss vielleicht mehrere Monster discarden, also banishen. Das weiß man noch nicht, wie der Effekt ist. Hat auf jeden Fall aber 4000 ATK und 4000 Def und hat einen sehr krassen Effekt. Ja? Er kann auch nicht getargetet werden, es ist schon mal ein krasser Effekt. Und der andere ist halt, du kannst ein Cosmo-Monster in dem Graveyard banishen, also sprich wie Eclipse und eine Zauberkarte negieren. Das geht öfters pro Runde. Und es geht öfters pro Runde, bis du halt, bis du keine Monster mehr im Grave hast. Noch dazu, wenn er zerstört wird, hat er hat einen Effekt wie Eclipser, den kann man banishen oder er addet ein Cosmo-Monster auf die Hand mit 9 oder weniger. Also sprich, er specialt keinen anderen. Wie klingt dieser Effekt für dich? Ich finde die Karte eins krass, die wird man safe einmal spielen. Safe. Ja, das ist auf jeden Fall. 4000, 4000. Nicht gezielt. Nicht gezielt. Ersetze. Selbst wenn du mit Luso on Turn, die Antikarte, die vielleicht Cosmos stört, hat immer noch 4000 Def. Wie willst du da drüber? Ich finde die auch vor allem gegen Decks wie zum Beispiel Monarchen ist die richtig gut. Also ich weiß nicht, wie die Monarchen den bitte wegbekommen. Also wenn der dann liegt, ist eigentlich für die vorbei. Ne? Und es kommt natürlich auch darauf an, welche Cosmos man dann entfernt. Also dann mit wieder Strawman zurückholen, mit Cosmotown. Selber ist sie auch da, kann man dann mit Verlockung entfernen, wenn sie zum Beispiel tot kommt. Ne? Also die hat auf jeden Fall Potenzial. Wie man sie noch einsetzt, muss man dann sehen. Wir hatten auch noch die Diskussion, ob er dann, wenn er einmal gekommen ist, ob er dann wiederkommen kann durch Call oder durch ein was weiß ich was, oder durch Strawman oder so. Aber er kann nicht, das ist auf jeden Fall, er kann nicht spezialisch werden auf eine andere Art und Weise, nur durch seinen eigenen Effekt. Das schränkt ihn vielleicht ein bisschen darauf ein, also schränkt ein bisschen ein. Die Frage ist echt, wie oft man ihn spielt, ob man ihn einmal spielt oder dreimal. Aber man weiß auch nicht. Ist er nicht wie Black Luster, wenn er normal beschworen wird, dass er dann wieder zurückkommen kann? Nein, weil da steht nicht must be first special summon, sondern steht nur must be special summoned from your hand by banishing. Okay, ja. Also das ist schon eine Einschränkung, ja? Ja, das auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir wissen nur nicht, ob man auch mehrere Monster braucht oder nur eins. Das werden wir mal sehen. So an sich, ihn wegzubekommen, wird auf jeden Fall eine sehr schwere Aufgabe, ja? Weil er ist schon echt heftig. Ja? Kommen wir zur nächsten Karte. Der Lion, also der Löwe. Oh mein Gott. Er ist... Oh mein Gott. Wir haben hier gerade technische Probleme. Er ist der neue Level 2 Psi-Monster. Licht. 1, 2 ATK, 500 Def. Er ist wie die anderen, kann ein höheres Monster von der Hand specialen. Der andere Effekt ist, man kann einmal pro Runde 500 Lebenspunkte zahlen, dann kann man drei, also man muss glaube ich drei, da steht nicht up to three, sondern man muss drei Cosmo-Karten, Cosmo-Monster, die gebanished sind, zurück in den Grave legen und wenn man das macht, kann man 500 Damage dem Gegner geben. Ich glaube, diese Karte ist recht irrelevant, ob man ihn spielt, weiß ich nicht, ich denke eher nicht. Wäre auf jeden Fall eine Option wert, Futter wieder für Dark Planet reinzugeben, aber wenn man drei Cosmo-Monster zurückbringen muss, ist es echt schwer, weil so oft hat man auch nicht so viele Monster gebanished. Ich finde ihn nicht so gut. Also für mich definitiv die schwächste neue Cosmo-Karte. Ja. Wird man glaube ich überhaupt nicht mehr im Deck spielen, sehe ich auch kein Potenzial. Also ich glaube nicht, dass die sag ich mal, Karte, außer da gibt es irgendeine Combo, die jetzt keiner kennt, aber sag ich mal, auf den ersten Blick erscheint die als nicht so stark. Und ja, wird es, denke ich mal, auf jeden Fall in der ersten Zeit nicht in den Decks zu finden sein. Ganz kurz noch, erst Licht, falls du die zu früh ziehst am Anfang, kannst du mit Alu nicht entfernen, vielleicht so als kleines Teil. Erst Licht, gleich weiter. Finde ich nicht so gut. Jetzt kommt eine permanente Fallenkarte für das Cosmo-Deck, auch sehr interessant. Und zwar, das ist eine Continuous Trap, die sagt, Monster, die von Cosmo-Monstern zerstört werden, werden anstatt sie in den Grave gelegt werden, werden sie statt ins Deck zurückgehen. Der ist echt schlecht. Warum denn? Was bringt die? Mirror-Match, Dante, zurück ins Deck. Jedes Monster, was mit einem Cosmo-Monster angreift, kommt zurück ins Deck. der zweite Effekt wäre, du kannst die Karte banishen vom Friedhof und diesen Zug kriegst du anstatt dem Kampf
den Kampfschaden bekommst du Leben. Also ich würde sagen, wenn überhaupt, kann man die im Side-Deck spielen, aber da gibt es bessere Optionen. Gegen BA kann man bessere Karten als die Side bohren. Also ich denke mal, gegen BA, die XYZ-Falle, ich finde die richtig gut. Mit Beatrice und Dante kann man zu einem Level 9 Coach machen. Also gibt es auch andere Karten, die bestimmt besser sind als die. Die ist auch zu situationsabhängig. Also ich weiß nicht, ich finde die nicht so stark. Also ich finde, die Karte sollte man nicht abschreiben. Man darf nicht vergessen, man kann mit Tinken-Effekt auch zum Beispiel die Karte anwählen. Wenn sie nicht auf die Hand kommt, kommt sie in den Friedhof. Sprich, man hat dann noch den anderen Effekt, sie zu banishen. Man bekommt dann keinen Schaden. Man kann auch die Karte offensiv, nicht nur defensiv ansetzen, auch offensiv im eigenen Zug zum Beispiel. Man kann mit Tinken irgendwo reinrennen. Man bekommt dann den Schaden als Lebenspunkte. Ich finde die Karte nicht schlecht. Ob sie nun eine Sideboard-Karte wird, werden wir sehen. Ich möchte sie mal in Main testen, weil du einfach alle Karten, die... Barisch, wie findest du die Karte? Ich finde die wirklich schlecht, ich finde die nicht gut. Also... Harte Worte, okay, wir werden sehen. Dann kommen wir zum Level 6er, das ist der... Eine Spinne sozusagen. Ist ein Level 6 Dark Monster. 2-4 ATK, 1-2 Def. Wenn ein oder mehr Kosmokarten zerstört werden würden, beim gegnerischen Karteneffekt, kann man stattdessen eine andere Karte wählen und sie dafür zerstören. Die Karte hat denselben Effekt wie die anderen Schiffe auch, und zwar, wenn sie zerstört wird, kommt halt ein was Niedriges aus dem Deck. Der Effekt ist sehr interessant, ich bin da recht unschlüssig. Ich bin da echt wirklich unschlüssig. Sehr, sehr interessanter Effekt, weil man einfach zum Beispiel, wenn man jetzt ihn und noch ein Schiff draußen hat, zum Beispiel, kann man das andere Schiff zerstören, dann triggert der Effekt aus dem Grave. Doch. Ich finde die Karte nur interessant in Bezug auf Cosmotown, wenn du deinen eigenen Cosmotown zerstören kannst. Du kannst aber auch dein eigenes Schiff zerstören. Kannst du auch, aber ich denke mal, mit Cosmotown geht das viel schneller. Ne? Und auch in Bezugnahme mit Viking Island, sag ich mal, kann man da irgendwie bestimmt was kombinieren. Ne? Dass man dann, genau, dass man dann Cosmotown zerstört und ja. Ein ganz kurzer Einschub. Ich sehe an der Tür ein Mädchen. Tati, bist du bereit für Yugi Interview? Yugi Girls? Ich bin nicht der Boss. Ich frag sie nicht. Also. Nee, ich mach's nicht. Okay. Also wie gesagt, zu der Karte, ob sie wirklich gut sein wird, werden wir noch sehen. Hat auf jeden Fall sehr interessanten Effekt, aber ob sie schaffen wird ins Cosmo Main Deck, sehr, sehr unschlüssig. Ja, das war's von dem Cosmo Support. Auf jeden Fall sehr interessante Karten dabei, ein paar gute, ein paar schlechte auf jeden Fall. Was ich, sag ich mal, gut finde, dass keine der Karten übermächtig ist, dass wirklich die Karten, dass man da noch nicht weiß, wird sie gespielt, wenn ja, wie oft. Man kann noch nicht sagen, man muss abwarten, was da kommt. Der Dark Planet, jeder hat gedacht, die wird jetzt übermächtig, ist sie nicht so. Natürlich ist sie gut, aber ja. Ich würde sagen, die Cosmo-Karten wurden jetzt nicht so gestaltet, dass eigentlich das Cosmo mit Abstand zu stark ist. Sehe ich auch so. Sagt ihr mal, was ihr von den neuen Cosmo-Karten haltet. Wie würdet ihr euer Bild spielen? Was würdet ihr spielen? Wie oft? Wäre sehr interessant zu wissen. Ja, einfach mal sich mal ein bisschen austauschen und so. Das war's von uns. Nicht vergessen, Yu-Gi-Oh! Serious Business. Hey, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt nicht.